So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Polen-Map. Wir wollen jetzt verkaufen fahren und das machen wir natürlich in der Außenansicht, damit ihr auch was von der Karte hier seht. Und ein Nachteil, oder ja, Nachteil würde ich jetzt nicht sagen, das klingt zu negativ. Eine Sache hat diese Karte, und zwar diese Fragezeichen hier. Die kommen nach jedem Map-Neustart wieder. Aber ich glaube, das kriegt jemand aus unserem Team hin, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Oder vielleicht könnt ihr mir sogar sagen, wie ich als Editor, Mod, Noob das irgendwie hinkriege. Vielleicht muss man da nur so einen kleinen Text umschreiben, dass diese ollen Fragezeichen hier nicht jedes Mal kommen. Denn das ist auf Dauer, ja, ein bisschen blöd. So. Dann nehmen wir das nämlich auch noch mit. Dann haben wir hier erstmal soweit alle. So, und wir sind nämlich auch schon am Getreidespeicher. Und hier können wir das Getreide verkaufen. Genau. Wir schicken in der Zwischenzeit hier den Otto schon mal aufs nächste Feld und machen schon mal die Schwadablage an. Was kostet eigentlich dieses Feld hier? Das gefällt mir auch gut. Und vor allem, warum haben wir das noch gar nicht? Das ist doch direkt in Hofnähe hier. So, was kostest du? 27.000, oder warten wir noch ein bisschen. Kriegen wir aber zusammen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Und Otto, du fährst dann bitte links im Kreis herum. Fiedelbumm. Gut. Abfahrt. So, und wir fahren wieder zurück. Und bleiben in der Außenansicht, damit ihr euch das hier ein bisschen angucken könnt. Gefällt mir wirklich sehr gut. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Vielleicht gefallen euch einzelne Stellen besonders gut. Die könnt ihr natürlich gerne reinschreiben. Und was ihr auch noch reinschreiben könnt, was euch besonders gut gefällt, sind Mod-Wünsche. Die berücksichtige ich dann natürlich und werde sie dann auch zeigen. Entweder welche, die ihr bei mir schon gesehen habt irgendwo, oder auch mit Link, oder einfach nur die Bezeichnung des Fahrzeugs. Und dann besorgen wir uns das. Und dann erscheint es hier auf dieser Karte. Wenn es geht, muss ich dazu sagen, der Epoche entsprechend. Also jetzt hier nicht irgendwie 900er Class oder 900er Fendt oder so. Das ist vielleicht ein bisschen groß. Klar, könnten wir den mal eine Stunde mieten und irgendwie was damit machen. Aber ich würde doch gerne in dieser Epoche bleiben. Und das andere könnte ich dann vielleicht... Wir können ja hier mal kurz aussteigen. Das andere könnte ich dann vielleicht in der Ammersee zeigen. Das wäre natürlich noch eine andere Möglichkeit. Hier, das sieht auch cool aus, ne? Wie so eine Luftaufnahme mit dem Hof da unten. Der Getreidespeicher ist hier. War da. Hier dürfte die Reederei sein, oder? Ne, das ist der Getreidespeicher und hier ist die Reederei. Bei Feld 5? Ne. Was ist denn das da oben? Ja doch, das ist der Getreidespeicher und der Händler. Richtig. Ja. Ne, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Auch hier. Das sind so die kleinen Details, ne, die das Ganze halt ausmachen. Finde ich sehr schön. So, wir fahren zu Otto. Über kleine Umwege. Wir gucken natürlich wieder von außen. Ja, hier ist auch noch ein bisschen Baustelle, ne? Hier wird ordentlich reinvestiert. Ach, das Dach ist ja cool. Seht ihr das da mit der Plane und dann mit Dachziegeln befestigt und ein Reifen noch in der Mitte, damit es nicht wegfliegt? Auch sehr cool. Ja, sehr schön.
So, und da sind wir auch schon wieder am Hof. Also wie gesagt, die Karte, ihr seht es ja selbst, sie ist nicht riesengroß, aber für Singleplayer perfekt geeignet. Muss man einfach so sagen. Und es macht auch wirklich Spaß. Gut. Wir haben bestimmt noch Gerste im Lager, das könnten wir schon mal holen. Alles ziemlich eng hier. Ich weiß nicht, ist ein Drehschemel wendiger, was das angeht? Aber wie soll ich denn auf dieser Karte mit dem Drehschemel zurechtkommen? Und jetzt schreibt bitte nicht als Modwunsch ein Drehschemel. Oh nein, ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Und ich sag's auch noch. Und ich sag's auch immer noch. Nein, vergesst das einfach. Vergesst das einfach. Ich habe doch gar nichts gesagt, oder? Ich werde es rausschneiden. Ich werde es definitiv rausschneiden. Nein, natürlich nicht. Ich schneide gar nichts raus. Das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist rendern. Aber rausschneiden tun wir hier gar nichts. Nicht mal diese Ausparkversuche, so wie jetzt hier. So, das hätten wir schon mal geschafft. Jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Oh, hier kann man ja tricksen. Ich könnte jetzt so fahren. Da komme ich auch nicht wieder runter. Aber das ist jetzt natürlich nur Gimmick hier, ne? Das ist nicht das ist jetzt echt nicht ernst gemeint hier. Aber so geht's natürlich, ne? So, wo fahren wir denn die Gäste hin? Getreidespeicher bringt am meisten Geld. Wir fahren allerdings zur Reederei, damit wir die auch nochmal gesehen haben. Das ist ja das mit der blauen Planer auf dem Dach, wo das Dach schon leicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Aber wenn wir da jetzt natürlich Getreide hin verkaufen, geht es denen ja wieder besser. Vielleicht haben sie auch bald ein neues Dach. Wer weiß. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Moment. Das möchte ich jetzt aber mal sehen. Was ist denn das hier? Ah, hier liegen so Betonplatten einfach mal rum. Sehr cool. Das ist echt sehr cool. Was steht hier eigentlich auf dem Schild? Das kann ich bestimmt nicht lesen. Ach so, so diese Wasserzeichen. Hier ist bestimmt ein Wasserträger drin. Würde ja theoretisch Sinn machen, oder? Hier auch die markierten Baumstämme. Sehr cool. Was haltet ihr eigentlich davon? Wollen wir mal eine Runde in den Forst gehen? Würde mich mal interessieren, ob ihr da Bock drauf habt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. So, wir kippen ab. Und könnten uns jetzt theoretisch das neue Feld leisten. Feld Nummer 6, genau. Sehr schön. So, was ist das hier für ein Infopunkt? Ah, Kartoffeln oder Zuckerrüben. Und hier können wir dann Stroh verkaufen, oder? Ja, genau. Ballenverkauf ist da. So, auf zu Otto. Der ist nämlich voll. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir noch Gerste haben im Lager. Aber das gucken wir gleich mal, wenn während der Otto uns da betankt. Oh, ist ja eh fast fertig. Dann passt's ja. So, Otto. Schieß los. Muss man das selbst machen? Ach so. Ah ja. Gut. Auf jeden Fall macht das. So, und dann gucken wir mal, ob wir noch... 2000. Naja, das können wir auch drin lassen. Das lohnt jetzt nicht. Das mit der Reederei hat sich ja auch eigentlich nicht gelohnt, weil wir am Getreidespeicher mehr Geld gekriegt hätten. Aber ich wollte es euch gerne mal zeigen. Und was ist das eigentlich da? Ach, das Biomasseheizwerk. Mhm. Da könnten wir eigentlich mal hinlaufen.
dann haben wir das nämlich auch schon mal gesehen. Genau, da laufen wir jetzt mal hin. Was, um welches Feld geht es hier? 31? Was kostet das? 53.000. Aber das ist natürlich schön groß, ne? Aber wir wollten zum Biomasseheizwerk gucken. Ach, Sägemühle ist das hier. Sägewerk. Ah ja, nur hier kann man Holz verkaufen und Hackschnitzel. Ah ja. Sehr schön. Ja, das kann ich leider nicht lesen, ist aber irgendwas wahrscheinlich vom Büro abhängiges. Was wir allerdings lesen können, und das hat mich wirklich sehr gefreut, ich sprinte mal ganz schnell zum Händler. Ja, wo geht's hier? Durch, genau. Hier ist sogar ein deutsches Schild. Und zwar ein richtig schönes Schild sogar, sehr hochauflösend auch. Rabe, Schaden, Rabe Notdienst. Verkauf, Ankauf, Reparatur und Wartung. Montag bis Freitag 7 bis 12 und 12.30 Uhr bis 18 Uhr. Coole Öffnungszeiten im Übrigen. Und 9 bis 12 Uhr und dann eine Stunde Mittag am Samstag, um dann nochmal von 13 bis 15 Uhr zu arbeiten. Das ist ein bisschen Quatsch, Leute. Das ist ein bisschen Quatsch. Die Frage ist... Ah ne, sind leider nicht gebundene Zeiten. Schade. Schade, weil wir haben nämlich 18 Uhr und hier ist immer noch geöffnet. Schade. Aber gut, das Schild finde ich dafür sau cool. Gut, Otto, du bist fertig, ne? Brauchst du nicht noch weiter im Kreis fahren, glaube ich. Ich glaube, das hättest du geschafft. Gut, wir klappen das Schneidwerk schon mal zusammen. Und dann fahren wir schon mal das Rohr wieder aus, damit wir den Rest hier noch reinkippen können. Und dann fahren wir noch mal eine Runde zum Getreidespeicher. Fertig? Ja, gut. Also auf zum Getreidespeicher. Und das Gute auch an so kleinen Karten, so wie diese Karte zum Beispiel, ich brauche tatsächlich kein Navi. Ich finde die Wege so. Unglaublich, oder? Unglaublich, aber wahr. Ich weiß zum Beispiel schon, dass da oben der Getreidespeicher ist, ja. Und das mit dem kaputten Dach in Hofnähe ist die Reederei. Und was haben wir noch? Was da oben rechts? Ach nee, genau, die drei Sachen reicht ja eigentlich auch aus. Auf dieser kleinen Karte reicht das eigentlich völlig aus. Was wir allerdings nochmal machen werden, ist dann der Milkmax. Den werden wir uns noch irgendwo hinzaubern, schätze ich mal. Und dann müssen wir mal sehen, wo wir den Verkaufspunkt hinsetzen. Ich schätze mal an der Reederei. Macht ja ein bisschen mehr Sinn wie Getreidespeicher. Heißt ja Getreidespeicher und nicht Milchspeicher. Aber gut, bis wir erstmal Milch haben, das dauert ja auch noch ein bisschen. Wir besorgen uns jetzt erstmal eine Ballenpresse und machen die Ballen. Dann haben wir schon mal Strohballen und dann brauchen wir natürlich noch ein Mähwerk, damit wir Gras machen können. Wiesen muss man hier scheinbar nicht kaufen. Ups. Nee, Wiesen muss man nicht kaufen. Da nimmt man einfach freie Fläche, ist auch okay. Völlig ausreichend. So, und da sind wir auch schon wieder am Hof und ja, es ist 18.40 Uhr. Ich würde fast sagen, Zeit für Feierabend, oder? Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da oder sogar ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Mosavica Polana oder so, so in der Art. Und dann sehen wir uns wieder zum Ballendreschen. Richtig, Ballendreschen sage ich schon. Zum Ballenpressen. Denn wir wollen in die Tiere gehen.
Und zwar wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.